Viele Interessenten wollen wissen, wie die Law Clinic Bonn in der Praxis eigentlich aussieht. Hier werfen wir einmal einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Auf der Homepage des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Universität Bonn findet man einen Link zu einer Law Clinic. Über diesen Link erreichen Sie ein Eingabeformular, in das Sie Ihre persönlichen Daten mit der Fallanfrage eingeben können. In unserem Beispiel hat etwa ein Christian Müller ein Problem mit Schimmel in seiner Wohnung. Er gibt dazu eine knappe Anfrage und vor allen Dingen seine Kontaktdaten in dieses Formular ein. Er bestätigt zudem, dass es um weniger als 800 Euro geht, dass er damit einverstanden ist, dass seine Daten an die fallbearbeitenden Studenten weitergegeben werden, dass die Studenten natürlich nur für den Sorgfaltsmaßstab eines Studenten und nicht etwa für den Maßstab eines Anwalts haften und dass es keine Garantie gibt, dass sich ein Student findet, der seinen Fall übernimmt. Wenn er diese drei Angaben bestätigt hat, kann er seinen Fall an die Law Clinic übermitteln. Jeder neue Fall landet zunächst in den E-Mail-Postfächern der Betreuer. Diese haben in der E-Mail einen Link, über den Sie unmittelbar in die Fallbearbeitungsplattform gelangen können. Ein Klick auf den Link führt unmittelbar zum Fall. Dort kann der Bearbeiter noch einmal den Sachverhalt lesen und er sieht hier auch die Anschrift des Mandanten. Dadurch wollen wir einerseits ungeeignete Fälle abwenden, andererseits aber auch vor möglichen Irreführungen und reinen Showfällen schützen. Nach einer kurzen Kontrolle Sachverhalts wird der Fall für alle Teilnehmer freigegeben, wobei auch angegeben wird, für welche Studenten der Fall besonders geeignet ist, wie viel Zeitaufwand erforderlich ist und um welche Sachverhalte es geht, zum Beispiel hier Miete, Mietminderung, Schadensersatz, Paragraf 536, 536a BGB. Zudem kann angegeben werden, ob es sich um einen examensrelevanten Fall oder einen besonders eiligen Sachverhalt handelt. All diese Angaben werden von den Betreuern getätigt und nicht etwa von den Teilnehmern selbst. Sobald der Betreuer den Fall freigibt, etwa als examensrelevante Fragestellung, wird eine weitere E-Mail versandt, diesmal an alle Teilnehmer. In der E-Mail an die Teilnehmer ist anders als in der E-Mail an die Betreuer der Name des Mandanten nicht mehr genannt, da stattdessen sehen Sie dort die Themen, die Semester und vor allen Dingen den Arbeitsaufwand. Auch die Teilnehmer haben einen Link, um den Fall zu übernehmen oder um Rückfragen zu stellen. Klicken Sie nun auf diesen Link, gelangen Sie wiederum in unser Intranet-System und Sie sehen, anders als für die Betreuer, ist nun der Fall anonymisiert, der Name, die Anschrift oder ähnliche personenbezogene Daten tauchen nicht mehr auf. Die Teilnehmer können nun über den Knopf Neuer Vermerk Anmerkungen erstellen, das heißt, sie können Fragen stellen. Etwa geht es hier um Gewährleistungsrecht oder um Paragraphen 280 FF BGB. Diesen Inhalt können Sie dann bereitstellen und die anderen Teilnehmer können die Frage lesen. So können sich ganze Diskussionsbäume ergeben. Sie können aber auch auf den Link Übernehmen klicken. In dem Moment, wo ein Teilnehmer einen Fall übernimmt, wird dieser Fall für ihn persönlich reserviert. Das sieht man daran, dass hier der Name mit der E-Mail steht. Gleichzeitig erhält der Mandant eine E-Mail, in der ihm mitgeteilt wird, wer den Fall übernommen hat und wie er diesen Studenten kontaktieren kann. Nach der Übernahme wird für den bearbeitenden Studenten auch die Person des Mandanten offengelegt. Das heißt, man kann Anschrift, E-Mail und ähnliche Daten sehen. Auch wenn der Student den Fall wieder aufgibt, erhält der Mandant eine E-Mail, sodass er immer über den Stand des Falles informiert ist. Nach 14 Tagen werden Fälle automatisch abgewiesen. Das bedeutet, diese Fälle haben dann keinen Bearbeiter mehr. Derzeit befinden sich fast 40 Fälle in Bearbeitung in der Law Clinic.
Die Teilnehmer haben hierzu eine Übersicht über alle Fälle und die jeweiligen Bearbeiter. Sie können auch jederzeit gucken, was die letzten Änderungen in den Fällen sind. Sobald Sie auf einen Fall klicken, können Sie sodann auch die Diskussion zum Fall verfolgen, etwa bei einer Beförderungserschleichung oder hier bei einem etwas umfangreicheren Fall, bei einem Schuhkauf, bei dem keine Lieferung trotz Zahlung erfolgt ist. Die Teilnehmer können sich dabei auch durch ein Bild identifizieren, sodass man sieht, wer der Verfasser des jeweiligen Beitrags ist. Hierdurch hat man jederzeit einen Einblick über die laufende Diskussion im Fall, kann Materialien hochladen, etwa Fotos oder Dokumente, und kann so wechselseitig den Fall ausarbeiten. Bevor eine Auskunft an den Mandanten geschickt wird, soll diese regelmäßig mit einem Betreuer abgeklärt werden, damit keine falschen Rechtsauskünfte erteilt werden. Dennoch besteht natürlich bei einer Law-Klinik keine Garantie, dass die Beratung optimal ist. Eine anwaltliche Beratung kann nicht ersetzt werden. Um die Bearbeitung zu erleichtern, gibt es eine Reihe von Hilfestellungen. So verlinken wir unmittelbar auf einen Gerichtskostenrechner, mit dem die Teilnehmer die Kosten eines etwaigen gerichtlichen Verfahrens ausrechnen können. Und im Text der jeweiligen Sachverhalte werden automatisch Paragraphen verlinkt, hier etwa Paragraph 323 BGB, sodass man schnell sieht, um welche Normen diskutiert wird. Die Idee dahinter ist, dass man mit möglichst geringem Aufwand die wichtigen Informationen findet. Über den Knopf Archiv können auch die bisher gelösten Fälle abgerufen werden, um zu gucken, wie in vergleichbaren Fällen vorgegangen wurde und möglicherweise Dokumente zu übernehmen. Auch hier ist die Idee wieder, dass man auf den Erfahrungen der Vergangenheit aufbauen kann.